Ja, das ist der 100. Soll ich draufschießen? Alter, ist das gruselig. Ja! Da ist er, Alter. Du hast gezähmt einen Rex. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video. Heute ist wieder Zeit für Ark, allerdings wieder eine vorproduzierte Folge. Ihr wisst, ich bin gerade im Skiurlaub und lass mir die Sonne auf den Bauch scheinen. Ist komplett falsch, weil ich halt im Skiurlaub bin. Ist auch egal. Mit dabei ist heute der liebe G-Time. Ich habe gerade 2 Stunden mit ihm offscreen hier quasi gefarmt. Wir haben jetzt 189 Torpor-Darts. Das war ein kompletter Abriss. Sehr, 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 sehr gut, Digga. Plan war eigentlich, heute einen Giga zu zähmen. Jetzt haben wir es leider nicht geschafft, einen Giga zu finden, meine Freunde. Wir haben aber jetzt einen T-Rex erspähen können, der Level 104 ist. Und den werden wir uns auf jeden Fall jetzt gleich reingönnen und da auf jeden Fall den einen oder anderen in seinen Kopf reinballern. Ich werde nicht wieder via Helikopterpilot Kevin an sein Ding dranhängen. No sexual. An seinen Agatavis und mit einem Enterhaken quasi hinterherfliegen und drunter hängen. Ja, ansonsten, was soll ich sagen? Ich habe auf jeden Fall ein bisschen geskillt und so weiter und so fort. Ich kann jetzt ein Sturmgewehr bauen, Leute. Habe ich richtig Bock drauf, Alter. Ist auch Zeit, dass bald wieder PvP an wird, damit Romata damit in den Kopf geschossen werden kann. Da haben wir auf jeden Fall alle Bock auch drauf. Der sagt auch schon die Community, es ist Zeit, dass Romatra endlich hingerichtet wird. Die Handschellen habe ich nicht umsonst gelernt. Ja, eilig können wir los. Ich glaube, Kevin ist gerade noch was am Vorbereiten. Dann kann es auch schon direkt losgehen, meiner Meinung nach. Und wir können direkt anfangen. Ich will jetzt noch ein paar Sachen, weil wenn wir den gleich zähmen, da oben am Berg wird gefährlich werden. So, ich habe 47 Fleisch dabei. Ich nehme mir nochmal mein Wasserglas manchmal nochmal voll. Eigentlich hätten wir die Barrikaden so bauen müssen, dass wir noch ins Wasser rankommen, Kevin. Wir können hinten noch ein Wasserrohr in die Basis legen, dann kannst du da Wasser jederzeit dir gönnen. Nee, ich meine auch wegen Schwimmen, weil es ist auch hygienemäßig echt wichtig, dass man ein bisschen schwimmt, weißt du? Man muss dazu sagen, Rebi, ihr habt euch ja am Anfang beschwert, dass wir die ganze Zeit hier von irgendwelchen Viechern und so angegriffen werden. Nee, mir ist das eigentlich egal. Mir ist alles egal. Da bin ich auch ehrlich, mir ist alles egal. Ich habe das jetzt so geregelt, dass wir hier schön safe sind. Gestern auch Max hat sich auch schon direkt beschwert. Also ich, ey, ihr wolltet doch hier unbedingt eine Mauer um die Basis haben. Ja gut, aber Max beschwert sich auch immer wegen allem. Das darf man auch nicht vergessen. So, das finde ich nicht gut, das finde ich auch nicht fair. Darf man nicht vergessen, Max beschwert sich wegen... Und du musst immer fragen, ob du was nehmen darfst. Ja, natürlich, klar. Wir spielen nicht als Team, wir spielen gegeneinander. Das ist so geil, wie dem und diese Piranhas. Die sind so dumm, Alter. Ich hasse die alle. Hast du deine Armbrust auch mit normalen Pfeilen und so mit? Ich habe eine Armbrust mit 50 normalen Pfeilen. Ich habe Torpor, Darts, 189. Beide Armbrüste sind... Warte mal, ich habe eine kaputte und eine reparierte. Dann lade ich mal die eine. Ja, ich bin auf jeden Fall eigentlich ready. Ich habe 2 Armbrüste dabei, ja. Okay, sehr gut. Ein T-Rex braucht nicht so viele Darts. Leute, ich werde auf den T-Rex so lange schießen, bis der sich nicht mehr bewegt. Bis er tot ist. Das ist doch das Ziel. Wir wollen ihn nicht zähmen, sondern töten, ne? Wir wollen zähmen. Wir wollen ihn töten, so. Genau. Meinst du, 60 Pfeile reichen, Kevin? Ja, 60 Pfeile reichen erstmal. Genau, Leute, wir wollen jetzt aber den Kryopod machen. Aus dem Kryopod kann man... Oh, nice, Jackpot, Alter. Ich hab ganz vergessen, dass ich das noch hier drin habe, das Fleisch. Aus dem Kryopod kann man tatsächlich ganz gut Dinos transportieren. Die gehen dann irgendwie da rein, ne? Ja, die kannst du den Kryo... Ich weiß nicht, ob der immer wieder funktioniert. Da habe ich keine Ahnung. Ja, gut, aber selbst jetzt für One-Time-Use, ich meine, da, wo der Ding ist, eben war, Alter. Kann man sich so ein bisschen wie so ein Pokéball vorstellen, das Ding. So, du bist ready? Warte. Ich schmeiß doch ganz kurz einmal hier. Du kriegst Narko von mir jetzt auch noch den Enterhaken, ne? Warte, ich hole noch mal ganz kurz ein paar Berries hier. Dann, aber noch nicht jetzt an den Agentavis schießen gleich, ne? Nee, weiß ich. Und da wird Max sich wieder richtig geil aufregen, Leute. Ich fresse die ganze Zeit Max Bären hier weg. Und das ist so ein geiles Gefühl zu wissen, dass der dann heute Abend wieder sagt, Mann, Scheiße. Wieso hast du das gemacht? Wir müssen uns auf jeden Fall beeilen, Revi, weil es ist jetzt gerade 8 Uhr morgens im Spiel. Das heißt, wir haben jetzt den Tag Zeit, dass wir den zähmen können, den T-Rex. Ich bin jetzt sofort soweit. In einer Sekunde bin ich soweit. Ich wollte nur einmal ganz kurz Narko-Produktion anschmeißen. So, ich schmeiße den Enterhaken jetzt in den Agentavis. Rein in die Olga. Let's go, Leute. Ich würde sagen, ja, okay, greif mich, mein Feuerster. Und es geht los, meine Freunde. Let's go. So, in der Zwischenzeit wird noch ein bisschen gelevelt. Ich bin mittlerweile Level 63. Also, das ist jetzt zurück, ne? Das sind ja jetzt Folgen, die wir vorproduziert haben. Deshalb werde ich in den Folgen von letzter Woche ein bisschen höher gewesen sein. 64, 65. Bin aber mittlerweile wieder voll auf dem Stand von den anderen, was ganz geil ist so. Und das ist jetzt ganz geil, dass wir, wie gesagt, die Möglichkeit haben, diesen Exclusive-Content hier zu produzieren. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann, ne, zum Essen. Ich habe 47 Stück dabei, ja. Ja, aber ich habe meins vergessen, da kannst du mir ja gleich so 10, 15 Stück abgeben, denke ich mal. Ist, glaube ich, von mir, Kevin. Kann ich dir echt nicht machen, also geht nicht. Ist meins. Okay, bist also so Trimax-Move-mäßig unterwegs. Komplett. Boah, der ist Level 72. Holy! Was denn? 72er Quetzal, Junge. Hier, guck mal. Was machen wir damit, Kevin? Was machen wir? Ich weiß es nicht, ey. Also ich sag ganz ehrlich, ich würde mir den auch nicht entgehen lassen wollen. Lass uns können wir später machen. Den T-Rex und dann schauen wir. Der Quetzal fliegt ja hier rum. Da ist der T-Rex, oder? Ja. Nee, das ist der nicht. Wir wissen ja, dass der Quetzal hier jetzt rumfliegt an dem Biom. So, wir müssen kurz zwischenlanden. Katze. Oh. Hilfe, ich hab keine Waffe in der Hand.
waren es nur zwei Stück. Kevin, ich bin wieder hier unten. Hey, was hast du gemacht? Ich habe nichts gemacht, ich habe nichts gemacht. Hab alle down. Guck mal, der Adlerjunge, wie der Damage macht. Scheißvieh, Alter. Dummes, dämliches Katzenvieh. Alter, bring dich und du tötest. Deshalb hasse ich Katzen. Hey, mal, hoch, heb mich hoch, Daddy, heb mich hoch. Unser Agentavel stinkt ein bisschen, ne? Der hat so grünes... Hey, du bist schon wieder weg, hä? Ich hab nichts gemacht, ich hab nichts gemacht, wirklich nicht. Bist du zu schwer oder so? Ah, jetzt nehme ich mit, ich hab gekackt. Jetzt hab ich dich, ne? Jetzt hast du mich. Vorsicht, Kopf einziehen, Vogel kackt. Mann, ich will auch kacken in der Luft, Alter, das ist so geil. Ja, das Ding ist, Leute, wir haben natürlich überlegt, den Giga halt Richtung Schneeberg und sowas hier zu machen, aber da braucht man eine Pelzrüstung und alles für und das ist halt so insane. Ich bin, by the way, halb Leben nur, Kevin, ne? Nice. Jetzt kannst du dich dran schießen. Ich ziehe den auf die Armbrust und packe ihm in die Brust. Bin drin. Kann losgehen. Helikopterpilot Sebastian ist bereit. So, Leute, so, auf geht's. Jetzt nimmst du die Flinte in die Hand. Zieh zu dem Rex. Du hast die Torpor-Darts mitgenommen, ne? Du hast sie alle. Nee, ich hab die nicht. Ich hab keine Torpor-Darts mitgenommen. Das war ein Witz, ich hab die natürlich. Kevin, ich bin da vorbereitet. Holy shit. So, warte, ich muss jetzt erstmal die Stelle finden, wo ich den vorhin hatte. Das war irgendwo hier. Das waren zwei Stück sogar, ne? Ja, da waren zwei Stück. Ich flieg jetzt einfach, die sind hier an dem Weg gewesen vom Vulkan. Ja, ich glaube, hier vorne rechts, hier liegt doch schon... Ja. Da unten ist irgendein Dino. Oh, es laggt ein bisschen. Ich habe richtig Angst, dass ich hier runterfalle, Junge. Aber ja, eigentlich kann nichts passieren. Hier war da, ja, da, da, ist er, da, ist er, da ist er, da ist er. Der Weiße. Warte. Da. Ja, das ist der 100. Soll ich draufschießen? Ja, fang an abzuschießen. Das ist von hier. Ja. Immer weiter spammen oder Zeit lassen dazwischen? Schieß einfach drauf. Immer so 3-4 Sekunden warten und dann schießen. Ja, so quasi die Zeit, wo ich halt nachlade. Alter, ist das ein majestätischer Bruder. Das ist halt die Frage, ob der überhaupt Bock hat zu pennen, ne? Der wird gleich pennen. Was schätzt du, wie viele Schüsse ich brauche? 20. Komm, mein Schatz, schlaf ein. Schlaf ein, mein Süßer. Schlaf, mein Süßer. Ich möchte dich Tyrannosaurus Sex nennen. Mit deinen kurzen Armen wirst du jeden wegfäschen. Komm, und rein in den Kopf. Der arme Alter. Aber keine Sorge, Leute, das tut mir nicht weh. Ich glaube, der würde jetzt schon weglaufen, aber der buggt. Wir haben richtig Glück mit dem gerade. Ja, der ist genauso dumm wie ich. Richtig. Jetzt bewegt er sich. Oh, ich hab Aubin gekackt, er ist sauer. Es tut mir leid. Du musst ihn so treffen, dass Schadenszahlen immer kommen, ne? Ja, ich weiß. Aber ich treffe ihn irgendwie nicht mehr so. Sonst schießt auf deinen Körper einfach. Positiv, Digga. Ich bin ein bisschen zu, Ja, stopp. So ist gut. Ja, so ist perfekt, Alter. So ist perfekt, Junge. Jetzt läuft er weg. Er läuft weg. Oh, oh. Alter, es ist schwer, den jetzt zu treffen. Jo, kann ich ja komplett vergessen, Kevin, den jetzt zu treffen. Haben wir nochmal? Mann, du dummes Dino-Tier. Alter, hör auf dich zu drehen! Was ist denn mit dir? Boah, so viele Darts schon gewastet hier. Ja, Kevin, ich treffe den so nicht, wenn er sich weiter so dreht, der Behinderte. Haben wir nochmal? Oh, er weiß mich! Hast du mit Absicht gemacht, Alter? Aus den zwei? Die sind beide weiß. Welcher ist denn der richtige jetzt? Ja, nicht, wenn ich auf die falsche Seite schieße. Der rechte ist, glaube ich, der richtige, oder? Warte. Ja, der rechte. Ja, auf den schieße ich auch die ganze Zeit schon. Okay, der läuft jetzt weg. Oh, das sind richtig schöne Tiere einfach. Aua, Kevin! Der beißt mich! Er liegt. Oder? Nee. Liegt der? Oder ist der einfach nur dumm? Bro, geh doch jetzt endlich schlafen, Alter. Der rechte ist das, ne? Du siehst den ja an den Pfeilen. Der obere, ja. Der will aber nicht, Kevin. Der wird nicht müde, Alter. Der hat sich den Kopf. Alter, ist das gruselig. Ah! Kevin, Mann. Vorsichtiger Hase. Ja, du musst mich ein bisschen navigieren, weil ich muss die ganze Zeit immer nach unten. Weiter weg. Ich bin halbes Leben. Weiter weg. Der pennt nicht. Der ist im Der schießt Morgen. Weiter drauf. Höher. Bisschen höher. Okay, stopp. Und ein bisschen näher ran. Alter, der will nicht. Junge, schlaf doch endlich. So ist gut. Gute Höhe. Hinter uns anderer T-Rex höher. Ist der obere von den beiden, ne? Der ist fast am Schlafen, weil sonst würde der nicht weglaufen. Alter, ich habe schon 50 Schuss verschossen, Kevin, ne? Man trifft ihn auch nicht. Das ist halt wirklich echt Schlaf doch, mein Süßer. Komm, geh endlich Haier machen. Es ist Zeit fürs Bett. Und ich treff die ganze Zeit, Mann. Kevin, der will's nicht. Der hat keine Lust. 104er Level, Leute. Insane. Jetzt schläft er. Alter. Gunnar, mein Kollege, Gunnar. So, endlich, Junge. Endlich, Alter. Hast du Holz genug für Barrikaden dabei?
Junge Revi, was denkst du, mit wem du hier spielst, hä? Der pennt da doch an der dümmsten Stelle, dieser Scheiß. Ja, bleib besser hier. Also ihr solltet den nichts angreifen. Ich flieg jetzt los, dann hole ich Prime Meat. Ich hole jetzt erstmal Prime Meat, dann passt du auf den auf. Pass auf ihn auf, Alter. Alter, Junge, 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 Junge. Was für ein Oschi das aber auch ist. Das wird jetzt ewig dauern. Was heißt das, ewig dauern? Aber sein Bewusstloszustand geht schon weg, ne, Kevin? Ja, ja, hau dem einfach ein bisschen Torpor, also Narkotik rein, das ist nicht schlimm. Ja, habe ich ja schon, aber es geht trotzdem weg. Ja, ist normal, dass das runtergeht. Das geht immer wieder runter. Aber nutzt er das Narkotik von alleine? Nein, du musst ihm das immer geben. Wenn das bei ihm im Inventar liegt, E drücken drauf. Ein paar Sekunden später. So, Kevin, hast du Primate geholt oder wie? Ja, ich tu das jetzt rein. Okay, gönn ihm. Rein in die Olga. Soll ich ihm nochmal nachgeben oder nicht? Nee, nee, brauchst du nicht. Ah, der ist auf 93%. Was ein, zwei das? Level hat er verloren. Das ist schlimm? Fast fertig. Also ich muss dazu sagen, Leute, wir haben gerade den Server noch neu gestartet und ich habe ihn gerade leider Gottes einmal geschlagen, weil ich gestuckt habe. Blöd gewesen, aber mein Gott, ja, immer noch extrem stark. Ja, der wird trotzdem noch, der wird trotzdem noch über Level 150 sein. Ja, richtig, genau. Von daher, da ist er, Alter. Du hast gezähmt einen Rex. Oh mein Gott, Leute, schaut ihn euch an. Holy Mann, was für ein Tier. Und was für verkrüppelte Arme der hat. Das ist wirklich lächerlich einfach. So, jetzt mach ich dieses Kryo-Ding fertig. Das der dauert weg, jetzt aber ganz kurz. Der folgt dir, Kevin, der folgt dir. Ja, warte. Und am Rückweg wollen wir noch den Quetzal holen. Den Level 70er Quetzal. Ja, den Quetzal. Ja. Quetzal, genau, genau, genau. Also schaut euch mal an, Leute. Wir haben einen gottverdammten T-Rex gesehen. Also ganz ehrlich, diese Arme sind wirklich lächerlich, Kevin. Tut mir leid. Die Arme von ihm sind wirklich lächerlich klein. Aber er sieht extrem geil aus, weil er halt so weiß ist. Krankes Tier, Mann, wirklich. Heftig, Mann. Heftig, heftig, heftig. Hier. Schaut dir das an, Alter. Uff, Junge. So, ich würde sagen, wir warten noch kurz auf Kevin. Kevin holt nämlich ganz kurz den Kryopod und macht den ready. Da, wo man die Dinger halt craften kann. Und, Gelber Loot Drop, den nehme ich jetzt noch schnell mit. Irgendjemand meinte auch, du kannst diese Dinger in einem Loot Drop craften, stimmt das? Lol, jetzt habe ich eine lila eine Flinte gefunden im Loot Drop. Alter. No way. Aber die können wir gleich für den Quetzal nehmen. Dann siehst du auch, wie schnell du damit betäubst. Ja. Guck mal, wie viel Schaden hat deine? Meine reguläre Flinte hat Schaden 100%. Soll ich sagen, wie viel die Lilane hat, die ich habe? Lass mich raten, 130. 160%. Alter. Alter. Ja, okay. Damit, du musst mal überlegen, die macht jetzt halt einfach 60% mehr. Oh, mein Baby hat das erste Mal gekackt. Ein großer Kackihaufen. Guck mal hier. Hm? Ihr Fein. Den nehmen wir uns, Leute. Und den werfen wir wieder auf ihn. Kann ich den T-Rex mit seinem Kot abwerfen, Kevin? Darum geht's ihm. Hab ich gemacht, hab ich gemacht. Ich kack auch nochmal. Und her damit. Und das werfe ich auch nochmal auf den. Komm, du musst lernen, dass ich das Herrchen bin. Voll in den Mund. Eklig. Also Leute, ich würde sagen, wir warten noch, bis Kevin da ist und dann packen wir das Ding in den Kryopod rein. Und dann haben wir hier einfach mal einen T-Rex gezähmt, Mann. Und in der nächsten Folge, Leute, gehen wir mit der OP-Flinte, die wir jetzt haben, einen neuen Quetzal holen. Und zwar ein Level, was war es, 72er, ne? Ja, der war irgendwie sowas mit Level 70. Auf jeden Fall starkes Ding, auf jeden Fall starkes Ding. Ich würde sagen, Leute, wir machen einen kurzen Schnitt und sehen uns dann gleich wieder, wenn wir das Ding in den Kryopod reingezogen haben. Bitte. So, meine Freunde, wir haben die Kryokapsel jetzt hier am Start und der T-Rex ist jetzt in der Kryokapsel drin. Ich nehme die Kacke hier noch mit, Kevin, ja? Wenn du die unbedingt willst, dann nimm sie mit. Ja, ja, ich würde die gerne mitnehmen, du. Ich habe da Bock drauf. Sag mal, willst du mich auch greifen, mein Gutes da? Ja, so, eine kleine Runde fliegen. Dann fliegen wir jetzt zurück und schauen mal, ob wir auf dem Rückweg... Hast du das Narkotik und so alles vom T-Rex im Inventar? Natürlich, Kevin, ich bin nicht kannst dumm, kannst du das alles, Alter, in den Vogel packen? Da kannst du einfach ja F auf den drücken, ne? Wir fliegen jetzt also zurück in die Base, meine Freunde, werden dann den T-Rex dort abladen und den mal kurz in Comparison zu unseren anderen Dinos dahinstellen, damit ihr mal seht, was für ein Tier das überhaupt ist. Zeitgleich werden wir gucken, ob wir vielleicht im Rückweg den Quetzal auch sehen, den wir eben gesehen haben, den 100, nee, das war das 72er Quetzal, den wir in der nächsten Folge dann auch noch grinden werden, meine Freunde. Was soll ich sagen? Zwei Folgen, zwei extrem starke Dinos getamed. Quetzal ist eigentlich kein Dino, ist auch so ein Federvieh eigentlich, ne? Ist ein Flugsaurier. Irgendwas in between, keine Ahnung. Quetzal auf jeden Fall, top-notch, Missgeburt. Die OP-Flinte zeigen wir euch auch in der nächsten Folge, meine Freunde. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach dann in der nächsten Folge wieder. Das war es auf jeden Fall von dieser wunderschönen Folge von ARK. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da schaut auf jeden Fall gerne bei Kevin vorbei. Der Ehrenbruder hat es verdient und ich bin damit raus. Macht's gut, haut rein, bis dann. Ciao, ciao.